Zombie Apocalypse. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Test von Pürgel Chocolate Wodka Chocolates testen wir heute zusammen. Ich bin euer Basti. Wenn dir das Video gefällt, kannst du gerne einen Daumen nach oben da lassen. Um die Dinger handelt sich es heute. Das sind kleine Schokobonbons mit Wodka und die habe ich entdeckt und ich dachte mir, die probieren wir zusammen. Kleines kurzes Video und dann wird hoffentlich alles gut. Vielleicht. Mal sehen. So, dann müssen wir erstmal schauen, wo hier eine deutsche Bezeichnung draufsteht. Pergel Wodka Chocolates. Bitterschokolade überzogene Alkoholpralinen mit flüssiger Füllung und Wodka-Geschmack. Okay, Zutaten. Naja, Zuckersirup, Zucker, Wasser, Bitterschokolade, pflanzliche Fette, Kakaobutter, Emulgatoren und jede Menge anderer Sachen. Will ich jetzt nicht alles vorlesen. Wir wollen die Dinger probieren und bin gespannt. Bittere Schokolade mit Wodka. Okay, wir gucken mal rein. Hier befindet sich eine Tüte mit den Bonbons drin. Die sind sogar richtig groß, wenn wir die mal so anschauen. Die kann ich eigentlich auch gleich hier in die Packung reinkippen. Das ist natürlich klasse, das ist nicht so gut. Okay. Also, verpackt ist jedes einzeln. Und ich würde sagen, wir probieren einfach mal und lassen uns überraschen, wie die schmecken. So sehen sie aus. Ein flüssiger Kern sollen sie haben, bittere Schokolade. Mal sehen, ob ich den flüssigen Kern euch zeigen kann. Läuft natürlich aus. Naja. Also drin in der Hülle, man merkt schon stark den Wodka-Geschmack hier raus. Das, denke ich mal, sind Pralinen für Erwachsene. Also nichts für Kinder. Und ich muss aber sagen, die sind ziemlich süß. Ja, mal noch eins probieren. Diesmal zeige ich es nicht, dass mir das Ganze jetzt noch mal ausläuft. Also die sind von Schokolade ummantelt. In der Schokolade ist eine Zuckerschicht. Und in dieser Zuckerschicht befindet sich die Wodka-Füllung. Also ich muss sagen, ich bin ja mehr der Vollmilch-Schokoladentyp, nicht so der Bitterschokoladentyp, aber ich bin nicht so richtig überzeugt von den Bonbons. Wären die mit Vollmilchschokolade, wäre das wahrscheinlich mehr für mich. Aber derjenige, der Bitterschokolade gerne isst, für den ist das was. Die Wodka-Füllung hat nochmal so einen richtigen Kick. Ist im Prinzip wie Pralinen, die einzeln eingewickelt sind und als Bonbons verkauft werden. In der Packung sind 190 Gramm drin. Ich weiß jetzt nicht, wie teuer die waren. Aber ich denke mal, die Erwachsenen, die werden das schon essen. Das wird weggehen. Mein Geschmack ist es leider nicht.
Ist ein bisschen schade, aber ich denke mal, Geschmäcker sind verschieden und daher war es das alles schon wieder mit diesem Let's-Test. Mal sehen, was ich in der Vorweihnachtszeit noch so für Leckereien finde, die wir zusammen testen. Es gibt ja dann immer so raffinierte Sachen, die man sonst nicht bekommt. Und wenn es euch gefällt, könnt ihr gerne wieder einschalten. Ihr könnt gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich würde mich sehr freuen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.